In diesem kurzen Tutorial zeige ich dir, wie du eine individuelle Schrift bzw. eine nicht vorhandene Schrift in WordPress mit Hilfe von Divi einbindest. Um eine Schrift in WordPress generell abzuändern, gehst du hier oben auf den Bereich Theme Customizer. Dort findest du den Punkt Allgemeine Einstellungen, Typografie und dann kannst du hier unten einmal die Schrift für die Kopfzeile, also für alle Überschriften festlegen und auch nochmal für den Text generell unten unter Hauptschriftart. Wenn deine Wunschschrift jetzt aber nicht mit dabei ist, kannst du in Divi ganz einfach vorgehen. Du gehst einfach auf einen beliebigen Text und kannst dann hier unter Textschriftart einmal sagen Hochladen. Da könntest du übrigens auch jede Schrift festlegen. Ich mache das aber immer so, dass ich sie generell für die Seite oben über WordPress festlege. Falls du sie nämlich mal ändern möchtest, dann ist das deutlich einfacher, als wenn du in jedes einzelne Divi-Textmodul gehen musst und sie dann abändern musst. Wenn du versuchst, eine neue Schriftart hochzuladen, wird in den meisten Fällen jetzt hier eine Fehlermeldung auftauchen, da in den WordPress-Einstellungen quasi so ein kleiner Riegel gesetzt ist. Da sorgen wir jetzt einmal für, dass das nicht mehr passiert. Dazu habe ich mir einen Code rausgesucht. Ich verlinke dir die Website auch mal unten. Dann kannst du darüber gehen und musst den Code hier nicht abtippen. Und dieser Code muss in deiner wp-config-Datei eingefügt werden. Ich zeige dir hier jetzt einmal beispielsweise, wie das bei meinem Hosting-Anbieter Webgo funktioniert, warum ich Webgo nutze, pipapo, habe ich auch in einem anderen Video schon erklärt. Das verlinke ich dir ebenfalls unten, beziehungsweise die ganze Blogstarter-Playlist, in der ich dir zeige, wie du dir deinen eigenen und professionellen Blog erstellst. Bei Webgo brauchst du dich einfach nur einzuloggen und kannst dann auf den Webspace-Admin gehen. Dort gehst du unter Paketverwaltung auf den Web-FTP. Das ist der Server, wo deine ganze WordPress-Installation hinterlegt ist und gehst dann entsprechend auch einmal auf den Ordner für deine WordPress-Installation und findest dann da die Datei wp-config.php. Dort fügen wir jetzt den Code ein. Der Code, den ich hier kopiert habe, der hat so ein bisschen zu viel enthalten. Also dieses PHP mit dem Fragezeichen und den Klammern, auch hinten, vorne und hinten, kannst du einmal rausnehmen, dass vorne nur noch define und so weiter steht. Ich setze mir über die Codezeile jetzt nur noch einen Kommentar, wofür dieser Code ist. Das ist einfach eine Programmierer-Angewohnheit. Wir löschen den Code aber gleich wieder raus. Deswegen musst du das nicht zwingend machen. Das Ganze nach dem Bearbeiten dann einmal speichern und dann bekommst du auch so eine kleine Erfolgsmeldung hier oben. Jetzt kannst du, wie vorhin auch, einfach wieder auf den Text gehen, in die Einstellungen und die neue Schriftart ganz normal hochladen. Die Sperre ist jetzt raus. Das heißt, du gehst auf Hochladen, gibst da einmal den Schriftnamen ein oder worunter du die Schrift finden möchtest, das ist ganz egal, und kannst dann deine Datei auswählen, hochladen, speichern. Und dadurch, dass du es jetzt für diesen einen Textblock gemacht hast, ist die Schrift in den Einstellungen im Backend sozusagen gespeichert und du kannst jetzt die Schrift nicht nur für dieses Textmodul, sondern wie gesagt für jegliche Seiten, also quasi generell für alle Textblöcke abspeichern. Dazu gehst du wieder unter Allgemeine Einstellungen, Typografie und kannst jetzt hier einmal für die Überschriften und für die Texte an sich die neue Schrift, die ich jetzt hier Neuzeit genannt habe, beziehungsweise so heißt sie auch, die wähle ich jetzt einmal aus, kann das Ganze dann oben unter Veröffentlichen speichern und dann ist die Schrift für alle Texte gesetzt. Was ich jetzt zum Schluss noch mache, ist, dass ich die Codezeile aus der wp-config-Datei wieder herausnehme, denn ich bin ja jetzt fertig mit meinem Upload und dass das Ganze nicht funktioniert, hat eben eine Schutzfunktion und deswegen sollte man das Ganze hier auch wieder rausnehmen. Entweder setzt ihr das True hinten auf False, das deaktiviert diesen Code quasi, oder ihr löscht ihn einfach wieder raus, dann geht ihr ganz auf Nummer sicher, wieder speichern. Und ja, dann seid ihr auch schon fertig. Teste immer noch ganz gerne am Ende alles durch. Deswegen schaue ich jetzt, ob auch wieder die Fehlermeldung auftaucht, so wie wir es wollen. Da ist sie wieder. Das heißt, der Code wurde wieder richtig
deaktiviert und ich kann zufrieden schlafen gehen. Ich hoffe, das Tutorial hat dir weitergeholfen. Schau dir auch gerne noch die komplette Blogstarter-Reihe an und ja, erstell dir damit deinen eigenen und professionellen Blog. Bis im nächsten Video.